Die bisherige Saison für Stefan Schwab ist sehr ein Auf und Ab. Phasenweise steht er extrem in der Kritik. Zuletzt ist der Kapitän im Positiven der entscheidende Faktor bei den Hütteldorfern. Die Tendenz zeigt klar nach oben. Wir versucht, Kritik auszublenden und die wichtige Kritik annehmen, die ja stimmt. Es ist natürlich dann sehr viel Aufkommen, das was vielleicht auch nicht immer der Wahrheit entspricht, aber ich habe schon gewusst, desto mehr Erfolg wir mit der Mannschaft haben, desto leichter ist für mich persönlich auch. Schwab aktuell der torgefährlichste Rapid-Spieler. Auch weil er mittlerweile wieder offensiver agieren darf, sich nicht mehr auf die defensiven Aufgaben konzentrieren muss. Ich glaube, dass ich natürlich meine Stärken ein bisschen verliere, wenn ich als reiner Sechser aufgestellt bin. Der Trainer hat das erkannt und wir haben ein gutes Gespräch gehabt und haben uns dafür entschieden, dass ich wieder spuroffensiver spielen soll. Und ich glaube, es hat sich für mich persönlich und für die ganze Mannschaft ausgezahlt. Die Treffer von Schwab besonders wichtig, weil bei Rapid die Stürmer einfach keine Tore machen. Wenn wir die Spiele gewinnen, ist relativ egal, aber es könnte ein Faktor werden, wenn wir vielleicht enge Spiele dann nicht gewinnen oder knapp verlieren, dann ist es natürlich super, wenn wir einen Stürmer haben, der vielleicht einen kleinen Unterschied ausmacht. Aber andererseits sehe ich das auch ein bisschen positiv, wir gewinnen die Spiele und haben sehr viele unterschiedliche Torschützen. Das heißt, wir sind eigentlich ein bisschen unausrechenbarer. Wir haben viele Mittelfeldspieler, die treffen, egal ob es Murg, Schobesberger, Schaub oder jetzt auch ich bin, der Dern hat auch zum Beispiel auch schon ein Tor gemacht, von dem her ist das super. Mit Rapid geht seit Wochen nach oben. Platz 3 ist schon fast nicht mehr genug. Weiter, immer weiter, und es wären nicht die Hütteldorfer, würden nicht die Ersten schon wieder von einem möglichen Meistertitel träumen. Also ich glaube, genauso wie letztes Jahr von außen hereingetragen ist, dass wir am Abstieg spielen, wo wir trotzdem, glaube ich, das Nächste, wo wir unten waren, waren 5 Punkte und wir trotzdem an unsere Qualität geglaubt haben. Genauso reden wir jetzt nicht vom Meistertitel, wie wir unter der Mannschaft letztes Jahr nicht davon geredet haben, dass wir absteigen. Und wir wissen es einzuschätzen. Abwärts ist keine Option mehr. Stefan Schwab ist unterwegs nach oben. Immer und ausschließlich. So ein Frühjahrsauftakt, der kann ganz schön frostig sein. Also ich schätze, dass keine Niederlage mehr drin ist. Aber wir müssen jetzt Tacheles reden und sagen, Fakt ist, wir müssen gewinnen. Vor rund 9 Monaten, kurz vor seiner ersten Vertragsverlängerung, haben wir Goran Djuricin hier in seiner Heimat Kaisermühlen zum ersten Mal getroffen. Seitdem hat sich so einiges verändert. Ja. Ich habe mich gewöhnt an das Ganze drumherum bei Rapid. Es ist viel passiert, viel sportlich passiert. Neben Schauplätze hat es gegeben. Also es war hochinteressant, sehr intensiv. Ich glaube, dass wir im Herbst sehr gut performt haben. Der Frühjahrsauftakt aber nicht so, wie er sein sollte. Hinzu kommen seine nicht immer glücklichen Aussagen. Doch rückblickend würde er nichts anders machen. Nein, gar nicht. Ich versuche immer ich zu sein. Das ist immer ganz wichtig. Im Nachhinein, glaube ich, bin ich sehr zufrieden mit dem, was geschehen ist. Ja. Das größte Thema wohl aber die Vertragsverlängerung. Wollte Freddy Bickel vor der Winterpause so schnell wie möglich alles erledigt haben, so ist jetzt plötzlich Stillstand. Derzeit gibt es dazu keine Gespräche. Dass der Verein da jetzt wartet und auf Ergebnisse wartet, das gesteht ihm zu. Das ist so und das muss ich so annehmen. Das kann auch mühsam sein, oder? Ja, manchmal schon. Ja, ich würde halt schon gern wissen, was ich in 2 Monaten oder in 3 Monaten mache. Aber das ist das Risiko im Fußball, das muss man mitnehmen. Es gibt nicht nur schöne Seiten im Fußball und das ist die eine Seite, die halt nicht so angenehm ist. Er weiß um die Chance, die er hier bei Rapid bekommt. Die nächsten Wochen haben es in sich. Heute wartet der LASK, dann das Cup-Spiel gegen Ried. Richtungsweisend, in diesen Spielen 2 Niederlagen, das weiß er selbst. Dann könnte er ins Straucheln kommen. Ja, die Mechanismen im Fußball kennt man. Dann wird der Verein sicher eine Entscheidung fällen, die wahrscheinlich nicht zu meinen Gunsten fallen wird. Mit dem muss ich auch rechnen natürlich, aber das habe ich wirklich weit im Hinterkopf. Ich bin auf Sieg eingestellt in beiden Spielen und ich werde da mit 100%iger Überzeugung mit meiner Mannschaft da reingehen und sagen, wir werden gewinnen. Goran Djuricin, er ist Realist genug, um zu wissen, jetzt kann es nochmal frostig werden.